Darum geht es. Der Joint. Cannabis und Tabak. Gemeinsam geraucht wirkt THC im Körper. Berauschend, schmerzstillend und stimmungsaufhellend. Eine sogenannte weiche Droge. Wissenschaftlich bewiesen, Cannabis birgt weniger Suchtpotenzial als Alkohol oder Nikotin. Joachim Alksnatt, seit 35 Jahren Drogenberater, glaubt schon lange, dass das geltende Verbot der falsche Weg ist, um Suchtgefahren zu bekämpfen. Man kann von jeder Substanz abhängig werden und eine Sucht ist eine schlimme Sache. Ich glaube nur, dass also das Thema Konsum und Missbrauch und Abhängigkeit in einer Kette zu sehen ist. Und ich glaube, dass man das besprechbar machen muss. Und besprechen kann ich besser Sachen, die legal sind, als Sachen, die illegal sind. Die Frage spaltet Politik und Gesellschaft. Die Studenten an der Düsseldorfer Universität bilden heute genau das ab. Die Diskussion läuft auch hier. Ich finde, wenn man so einen kleinen Konsum hat, sage ich mal, dann finde ich das auch noch nicht bedenklich. Auf gar keinen Fall. Soll illegal bleiben. Aber ich finde, man muss den Leuten auch die Entscheidung irgendwie so ein bisschen immer noch selbst überlassen. Weil ich viele Holländer kenne und da ist es nicht so, dass jeder kifft, sondern es ist eher so, dass die Touristen kiffen und die Holländer nicht. Was heute im Bundestag diskutiert wurde, ist in den Niederlanden schon seit 1976 Realität. Weiche Drogen sind erlaubt, der Verkauf wird über spezielle Läden abgewickelt. Im Grenzgebiet sind Deutsche die besten Kunden. In Venlo hat das die kriminellen Dealer arbeitslos gemacht. Es ist viel einfacher für die Polizei, um auf 5 Plätze, 5 Läden, wie wir hier in Venlo haben, die Kontrolle zu haben, als auf 60 oder 100 illegale Plätze. Was man natürlich in anderen Ländern und auch Städten, die keinen Coffeeshop haben, schon sieht. Für deutsche Kunden aber ist mit dem Ausweicheinkauf bald Schluss. Ab 1. Mai gibt es Drogen in den Coffeeshops nur noch für Holländer. Niemand weiß natürlich präzis, exakt was geht da passieren. Bleiben die Deutschen in Krefeld, München, Gladbach? Gehen die hier de Straße auf? Oder gehen die nach einer anderen Stadt, wo noch nicht so eine, ja, so eine Erfahrung mit Drogen ist? Wenn Holland als legale Quelle ausscheidet, wird der illegale Markt in Deutschland noch stärker wachsen, vermuten die Behörden. Die Niederlande verlagern das Problem zurück. Und die deutschen Gesetze bieten derzeit nur Strafe als Lösung. Yeah.